Lewandowski beklagt Umstellung. Bayern Münchens Robert Lewandowski hat offenbar noch Probleme mit der oft extrem defensiven Spielweise der Gegner des Rekordmeisters. Er bekomme nur wenige Bälle und müsse sehr lange auf eine Chance warten, sagte er in der Sportbild. Sportchef Matthias Sammer sieht die Entwicklung des polnischen Stürmers hingegen positiv. Lewandowski bewege sich gut und habe sich gut integriert. Pause für Bayer-Duo. Hakan Çalhanoğlu und Ömer Toprak stehen der türkischen Nationalmannschaft in den kommenden EM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien und Lettland nicht zur Verfügung. Leverkusen-Spielmacher Çalhanoğlu laboriert wie Abwehrchef Toprak an muskulären Problemen in der Wade. Die Verletzungen resultieren aus dem vergangenen Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn. Wala schließt Rücktritt aus. Trotz der Anfeindungen durch die eigenen Fans möchte VfB-Boss Bernd Wala das Präsidentenamt weiter ausüben. Ein Rücktritt sei für ihn kein Thema, sagte er in der Sportbild. Solchen schwierigen Situationen müsse man sich stellen und dürfe nicht davonlaufen. Stuttgart steht nach einem schwachen Saisonstart mit nur 5 Punkten aus 7 Spielen auf dem Relegationsplatz. Von Ahlen wird Cheftrainer. Markus von Ahlen bleibt dauerhaft Trainer bei Zweitligist 1860 München. Der 43-Jährige hatte das Amt nach der Entlassung von Ricardo Muniz bei den Münchnern bereits zum 3. Mal als Interimscoach ausgeführt. Nun hat er sich mit den Löwen auf ein längerfristiges Engagement geeinigt. Der TSV rangiert nach 9 Spieltagen auf Platz 15 in der Tabelle.